So, neues Spiel. Im Jahr des Lucius Licinius Lucullus führte Rom mehrere Kriege zur Selbstverteidigung. Allen voran in Griechenland, wo Lucullus selbst die Legionen befehligte. Hier, Lucullus. Mit den Blicken aller fest auf die Provinzen gerichtet, hätten nur wenige ahnen können, dass ein scheinbar unglückliches Ereignis in Rom der entscheidende Punkt werden würde, um den sich das Schicksal Roms drehte. Der Pater Familias, einer ehrwürdigen Patrizierfamilie, war unerwartet verstorben. Und ein Senator namens Vitellius Scaevola hatte ein Gebot für die Hand seiner ältesten Tochter abgegeben. Seine Witwe jedoch glaubte, dass Scaevola ihren Mann vergiftet hatte. Und nun versuchte, seinen Platz einzunehmen und sich sein Vermögen durch Heirat anzueignen. In aller Heimlichkeit ließ die Witwe ihr jüngstes Kind im Schutze der Nacht aus der Villa schaffen und aus Rom hinausschmuggeln. Genau. Krass, ne? Und wir sind das Kind. Ey, Automat, deine Mutter war ein Trojaner. Da durften alle Daten mal rein. Phil, was ist los mit dir? Oh Gott. Ja, heftig, ja, siehst du selber. Okay, also. Wir können jetzt tatsächlich männlich und weiblich spielen. Das finde ich für so ein Spiel heftig. Weil, also für ein römisches Spiel, ja. Für ein Spiel bei. Für ein Spiel, was zur Zeit Roms spielt oder römisches. So, weil die Frauen waren eigentlich nichts wert. Dementsprechend würde ich gerne eine Frau spielen, weil ich will wissen, wie weit man kommt. Ob man wirklich, weil, also die Grundstory ist quasi die, Tobi, Worte, ja, richtig, richtig. Die Grundstory ist quasi die, dass man eben flieht und dann zum Onkel, glaube ich, oder zum Verwandten geht, der in Griechenland stationiert ist und der gegen Piraten kämpft. Und da soll man ja ihn unterstützen. So. Frauen waren nichts wert, deswegen will ich eine Frau spielen. Classic. Nein, nicht deswegen, sondern weil ich halt wissen will, wie die Umgebung drauf reagiert, weil die Römer waren ziemlich altmodisch. Ja, wäre ich der Boss, hier hätten wir dieses Problem nicht. Nee, weil die waren nicht so gut damit, Frauen zu folgen, also Frauen in Befehls Frauen mit Befehlsgewalt waren bei denen eher unten drunter. Das hat man bei Kleopatra und so weiter war es genauso. Da sind dann sehr viele Befehlshaber übergelaufen, weil die es nicht haben konnten, dass eine Frau sagt, was sie zu tun haben. Und genau deswegen würde ich gerne schauen, wie die das umgesetzt haben. Und an sich das Ziel ist vom Spiel, dass man halt wieder nach Rom zurückkommt und halt dann, ich glaube, das geht hoch bis zum Kaiser. Ich weiß nicht, ob man so hoch kommt, aber das wäre, wenn man das als Frau schaffen würde, das wäre ein bisschen unlogisch. Alles andere wäre möglich. Genau. Porträt. Oh la la. Achso, okay, das machen die. Ich will mal schauen. Oh Gott, das ist so ein Ramsey-Verschnitt. So sehe ich aus, wenn ich mich in der Früh im Spiegel sehe. Oh, und das abends, was? Okay. Das ist ein Model? Der ist cool. Alter, das sah gerade ein bisschen komisch aus. Definitiv eine Frau.
Ich tendiere zu der da oder der da. Die ist auch cool. Die ist auch cool. Nee. Das Internet ist ja... Ihr seht es nicht. Ah, die ist cool. Ah, die ist cool. Ah, die ist cool. Ah, scheiße. Okay. Moment. Yeah. Wow, da waren die ganzen Witze ja überhaupt nichts. Scheiße. Oh Gott. Okay. Also, nochmal zu den Männern. Das da ist der Ramsey-Verschnitt, finde ich. Da habe ich den Witz gemacht, dass mit so sehe ich aus in der Früh und so. Genau. Einen guten Film, ne? Tobi sagt böse Wörter, was? Das habe ich nicht gesehen. Okay, also die da oder die da. Ja, die Männer sehen fast alle wirklich gut aus, das stimmt. Die erinnert mich an irgendjemand. Naja. Ah. Okay. Also die da? Oder die da? Die ist auch cool. Die sieht tatsächlich ein bisschen militärisch aus. Okay, egal. Ich schau mal, na, Gesichter. Hey. Die ist am coolsten? Okay. So, dann mache ich mal die Cam wieder an. Ich muss später mal schauen, wo ich die hin tue. Wieso kann ich eigentlich nicht so aussehen dann? Ja, egal. Machen wir mal so. Haut ist ein... Wieso schaut die so weg? Frisur ist die da. Okay. Was auch interessant ist, die haben sich sehr häufig so Fett in die Haare geschmiert, weil das attraktiv war. Okay, Größe durchschnittlich. Ja, machen wir mal klein. So, Vorname. Weibliche Personen in der römischen Gesellschaft haben Frauen keine Vornamen erhalten. Okay, Familiennamen. Virginia. Aquila. Chloe. Luca. Furia. Fabia. Romilia. Quintilia. Sestia. Das sind ja alle sehr schöne Namen. Herminia. Oh, ich bin eine Hermine. Spitzname Dolabella. Dolabella. Cornelia. Claudia. Ach, machen wir eine Claudia. Das ist Claudia. Claudius. Das ist heißt, glaube ich, erhaben oder sowas. Huberta, Camilla. Ah, Claudia Camilla, come on. Ist doch cool. So, diese Kultur wird mir immer unsympathischer. Ja, schon, ne? Aber es gab wenige Ausnahmen, dass es wirklich Kriegerinnen geschafft haben, bis zu Centurion und so weiter auszusteigen. Kam echt selten vor. Weil, naja, Männer und so. Yeah. Gut. Das war tatsächlich in Griechenland sehr viel besser. Und als Rom, als die Römer die Griechen erobert haben, wurde es für die Frauen wirklich besser. Weil die Römer haben sehr viel von den Griechen kopiert. Aber naja,
Die Frauen wurden so oder so unterdrückt und die Kultur ist untergegangen. Denk mal drüber nach. Okay. Jeder dieser drei Vorteile schaltet einmalige Dialogoptionen frei, mit denen ihr in verschiedenen Situationen unterschiedliche Leute überzeugen könnt. Denkt drüber nach, was für eine Art von Charakter ihr verkörpern wollt und wählt einen passenden rhetorischen Stil. Im Verlauf der Geschichte werdet ihr vielleicht die Chance erhalten, eine zweite Technik zu erlernen. Das finde ich cool, das konnte ich ja noch gar nicht ausprobieren, wie sich das unter, wie sich das, ne? Also wie das halt dann anders ist, aber ja, also Ethos, ja. Die Kunst, eure Autorität oder eure Fähigkeit einzusetzen, um euren Willen durchzusetzen. Logos, die Kunst, jemand mit Logik und Vernunft zu überzeugen, ist schon eher, also die habe ich genommen. Und Pathos, die Kunst, euren Willen durchzusetzen, indem ihr euer Gegenüber emotional manipuliert und eure Rhetorik einsetzt. Oder gute Rhetorik einsetzt. Also das da klingt eher so manipulativ, das will ich eigentlich nicht. Also ich würde gerne Richtung Logos gehen, also Richtung Logik. Aber Pathos klingt auch gut. Also Ethos würde ich nicht nehmen, weil da kommt man jetzt vom Story-mäßigen kommt man mit Ethos, glaube ich, als Frau nicht gegen diese Generäle an. Logik, wir haben 2022. Mit Logik lockt sie keinen mehr hinter den Ofen vor. Ja, gut. Dann Pathos. Euren Willen durchzusetzen, indem ihr euren Gegenüber emotional manipuliert. Aber ich mag nicht manipulieren. Wahrscheinlich ist es aber das Richtige. Egal. Also ich... Naja, manipulieren oder gute Rhetorik einsetzen. Ich bin richtig schlecht in der Rhetorik, deswegen hoffe ich, dass die das dann vorsetzen. Manipulieren ist das Lustigste. Ja, komm, okay. Dann machen wir Pathos. Dann machen wir Pathos. So. Mach, was du willst. Ja, ich weiß nicht, was ich will. Also, beides klingt gut. Okay. Also, Schwierigkeitsding. Okay, also einfach Augustus. Das Erbe von Caesar wurde zum ersten... Was? Der Erbe von Caesar wurde zum ersten Imperator von Rom. Augustus begann seine Karriere als reicher Mann mit vielen Verbündeten. Mit diesen Einstellungen bekommt ihr alles, was ihr für euren Erfolg braucht, und eure Fehler werden wenig hart bestraft. Das mag ich gar nicht, ich will bestraft werden. Caesar, normal. Caesar war ein legendärer Feldherr und Politiker. Er eroberte Gallien, ganz Gallien, ne, und wäre fast zum neuen Imperator Roms geworden, wenn seine politischen Feinde ihn nicht vorher ermordet hätten. Wenn ihr diese Einstellung wählt, wird das Spiel eine Herausforderung, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr Großes erreicht. Krasses war wohl sehr krass. Pompeius schwer. Achso, ich habe das noch gar nicht gelesen. Pompeius galt als der größte Feldherr seiner Zeit und war ein Freund Caesars, dem er sich in einem blutigen Bürgerkrieg aber entgegenstellte. Caesar besiegte ihn und Pompeius floh nach Ägypten, wo er den Tod fand. Ah, da habe ich irgendwann mal vor
Jahrzehnten eine Doku drüber gesehen. Das war richtig cool. Die waren, also der Cäsar hat den, das war so krass, weil der Cäsar hat den Pompeius so sehr gemocht, dass der dann diejenigen, also der Pompeius ist nach Ägypten geflohen und wurde da dann von Attentäter ermordet, weil die halt die Gunst von Cäsar wollten, und als Cäsar dann nach Ägypten kam, haben sie halt den Kopf von Pompeius so, ha, hier, schau mal, hier als Geschenk, und der hat dann alle getötet, weil er so sauer war. Naja, in dieser Einstellung erwartet euch die größten Hindernisse, aber damit auch ruhmreichste Erfolge. Dann, wir machen schwer. Crassus, wahnsinnig. Obwohl er der reichste Mann Rom war, war Crassus auch immer neidisch auf die militärischen Erfolge seiner Kollegen. Das veranlasste ihn dazu, in Parthia einzufallen, wo er vollständig besiegt und schließlich hingerichtet wurde. Parthia war ja die Schwachstelle Roms. Wenn ihr diese Einstellung wählt, wird euch keine Gnade zuteil und ihr werdet möglicherweise scheitern. Das will ich auch irgendwann machen. Aber naja. Der Witz war 2 von 10. Ja, ich finde den schon leichte 6 von 10. Genau. Aber ein Pater, die waren richtig heftig. Okay. Was? Tod im Kampf? Tod im Kampf ermöglicht den endgültigen Tod von Gruppenmitgliedern, wenn sie im Kampf verbluten. Seid gewarnt, wenn ein Story-Mitglied, Story-Begleiter von euch, wenn ein Story-Begleiter oder euer eigener Charakter stirbt, ist das Spiel vorbei. Wenn dies deaktiviert ist, können Nicht-Story-Prätorianer immer noch an unbehandelten Wunden sterben. Los. Iron Man. Disable Menu. Saving. Wieso ist das Englisch? Okay, das ist quasi legendär dann. Also wenn... Also kein eigenständiges Speichern und so weiter. Und ja. Genau. Also man kann hier nicht mehr zurück. Aber wir lassen eh keinen sterben. Das heißt, wenn jemand stirbt, machen wir zurück. Gut. Let's go. So, ich mach mal kurz hier. Habt ihr mich gehört, Domina? Körperlich seid ihr anwesend. Wie hat der mich genannt? Scheint ihr ganz woanders zu sein. Ist ein bisschen heftig. Ja. Hat der Domina gesagt? Ja, ist halt heutzutage ein zweifelhafter Begriff, aber damals war es eigentlich ein Ehrentitel. Gut, also die anderen werden uns anders ansprechen, aber der Alte spricht uns immer mit Domina an. Okay, wo soll ich die Kamera, warte mal. Bei den Gesprächen kann ich es ja immer wegmachen. Bei den Kämpfen muss ich halt dann noch schauen. Okay. Was ich bei den Gesprächen echt, das ist bis jetzt das, was mich am meisten nervt. Wie gesagt, ich habe ja die Demo nur, also ganz wenig gespielt, nur auf dem Schiff. Und im Gespräch spricht der eigene Charakter nicht. Das finde ich so schade. Das nervt mich immer. Aber alle anderen sprechen. Okay. Also, ihr seid abwesend. Tut mir leid, alter Freund. Ich denke wohl immer noch darüber nach, was geschehen ist. Wie gesagt, wir wurden ja rausgeschmuggelt. Ihr wart alle da. Okay. Die Schönheit des Meeres raubt mir einfach den Atem. Seht euch nur an, wie blau es ist. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Was werde ich heute, was werde ich hier nur tun? Okay, ich würde sagen, also
ich meine, wir wurden geschmuggelt und geschmissen. Und unser Vater ist gerade gestorben, deswegen... Ich weiß, wir sind sehr plötzlich aufgebrochen. Aber hängt nicht der Vergangenheit nach. Ihr solltet euch besser darauf konzentrieren, was in der Zukunft auf euch wartet. Ich habe den Triarchus gefragt, wie nahe Lesbos ist, aber er hat mir keine klare Antwort gegeben. Wie ist denn das mit dem Sound? Könnt ihr es gut verstehen? Also der Triarchus ist der Captain und Lesbos ist, ja, Lesbos. Kennen wir ja von Odyssee. Alles supi, super, danke. Er behauptet weiterhin einfach, dass wir unser Ziel ganz nahe sind. Ich wünschte, wir hätten Rom niemals verlassen müssen. Je schneller ich meine Klinge wieder in Blut tauchen kann, desto besser. Weiterhin einfach, dass wir... Ja. So ist es. Zugegebenermaßen gibt es eine Menge Inseln im Meer und die meisten davon sehen sich ziemlich ähnlich. Fragt ihr noch einmal beim Triarchus nach? Ich hoffe, dass er euch eine klarere Antwort gibt. Er sagte, sein Name wäre Geminus. Okay, also das ist unsere erste Quest und hier sieht man schon, letztes Mal konnte ich nur das da auswählen, weil letztes Mal hatte ich Logos. Okay, man muss einfach ein wenig mehr Charme zeigen, ihn dazu bringen, einen zu mögen. Ich sehe mal, ob ich ein paar mehr Informationen aus ihm herausbekomme. Ich gebe zu, dass ihr leichter die Gefühle anderer ansprechen könnt. Ich bin mir sicher, dass er bei euch hilfsbereiter sein wird. Ihr solltet auch Quinctius Aquilinus danken. Ich bin mir sicher, dass nur sein rechtzeitiges Erscheinen in der Villa unsere Leben gerettet hat. Okay, es sind erstaunlich wenig Passagiere auf dieser Galeere. Eure Mutter hat Geminus reich entlohnt, damit er in Eile und bei Nacht ausläuft. Es sind aber noch zwei andere mit an Bord, die ebenfalls nach Lesbos wollen. Der junge Gaius geht da drüben die ganze Zeit auf und ab und läuft noch Riefen ins Deck. Es war auch ein Gladiator an Bord. Aber ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Es gibt viele Inseln im Meer. No shit, Sherlock. Ja, naja, ich glaube, früher war das wirklich, wirklich schwer. Also vor allen Dingen in Griechenland. Da gibt es ja unglaublich viele Inseln. Wir sind so schnell aufgebrochen. Meine Mutter und meine Schwester. Macht euch keine Sorgen. Die Vitellius-Brüder haben keinen Grund, ihnen etwas zu tun. Außerdem könnt ihr sie auch nicht retten, indem ihr euch Sorgen macht. Konzentriert euch auf die Aufgabe, die vor euch liegt. Ja, und zwar mit den Schnacken. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Es wird wunderbar sein, mein Heimatland wiederzusehen. Ich bin ein griechischer Sklave. Okay, Ziele. Die Questmarker weisen euch auf verpflichtende Ziele und Optimalziele. Questmarker werden nur für die aktuell erfolgte Quest angezeigt. Wenn ihr mehr als eine Quest habt, könnt ihr im Menü das sehen. Hier unten. Kamera, Steuer. Wunderbar. So. Jetzt ist das Bötchen. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Also. So verdecke ich die Quests. Ich würde mich, glaube ich, wieder hochtun. Warte mal. Ich tue die Kamera mal wieder hier hin. Ich glaube, im Kampf ist da auch nichts, aber mal schauen. Okay. Also, das da ist der Gaius. Den kennt man geschichtlich. Ihr habt euch schnell an das Leben auf dem Schiff angepasst, Domina. Der nennt mich ja auch so. Okay. Ihr schlagt euch auf See besser als die meisten. Ich bin erleichtert. Jetzt ist halt mein Gesicht genau da, wo ihr Gesicht ist. Aber ja.
Ich mach's mal weg. Okay. Zeturio, ich will euch für euer rechtzeitiges Eintreffen bei meiner Villa danken. Wir wurden einander nicht offiziell vorgestellt. Ich bin Claudia Camilla. Ich sag einfach mal danke. Es war eine glückliche Fügung, aber ihr müsst mir nicht danken. Der Konsul hat mich gesandt, um euch zu holen. Bitte, nennt mich Cesar, wenn euch das nicht unangenehm ist. Cesar. Hallo. So. Dann könnt ihr mich Camilla nennen. Dann können wir den Plan noch einmal durchsprechen. Wir sind so hastig auf. Komm. Ha! Sie hat euch also darüber aufgeklärt. Eure Mutter hat im Geheimen Abmachung mit dem Konsul getroffen. Ihr werdet natürlich in keiner Weise am eigentlichen Krieg teilnehmen. Ihr seid eine Frau. Oh. Doch, werde ich. Natürlich, ich bin nur hier, um möglichst nicht aufzufallen, während sich zu Hause die Wogen glätten. Ich werde nicht einfach nur im Ziel... Heute ist es mit mir, ne? Mit Lesen. Hey Marcy! Na, wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest eine tolle Woche und freust dich auf das Wochenende. Ich werde nicht einfach nur im Zelt des Konsuls. Darf ich bitte mal Zelt lesen? Danke. Herumsitzen wie eine nutzlose Zierde, was eigentlich normal war für Frauen. Ich weiß, dass ich eine Frau bin, aber warum sollte ich keine Abenteuer erleben? Ich kann besser kämpfen als die meisten eurer Männer. Das weiß ich tatsächlich nicht. Sarah, sei leise. Na komm. Ich bin mir sicher, dass ihr bei Langeweile etwas finden werdet, womit ihr im Lager aushelfen könnt. Ein Ratschlag noch. Ich weiß, dass Lucullus ein Freund eurer Familie ist. Aber vergesst nicht, dass er Konsul ist und gewählt wurde, um alle Bürger Roms zu regieren. Es wäre besser, wenn ihr euch vor seinen Männern nicht zu vertraut mit ihm gebt. Och doch, ich lasse meinen Charme spielen. War recht entspannt, super. Wie geht's dir denn? Es läuft. Also es geht auf jeden Fall besser. Und genau. Also ich denke, dass ich ab nächste Woche wieder arbeiten kann. Nichts gesagt. wie ist eure Beziehung zu Lucullus? Wer ist das? Warte mal. Lucullus, Freund meiner Familie. Habt ihr mit den anderen Reisenden an Bord gesprochen? Ich habe mich kurz mit dem Gladiator unterhalten, der vor uns an Bord gekommen ist. Nur um sicher zu sein, dass er keinen Ärger machen wird. Er scheint allerdings verschwunden zu sein. Der junge Mann da drüben, Gaius. Er ist offenbar der Neffe des anderen Konsuls, Marcus Aurelius Cotta. Er ist hier, um Tribunus zu werden. Ein in erster Linie dekorativer Posten, der für junge Patrizier gedacht ist, um mehr über das Militär zu lernen. Sie ist eine Domina, sie ist also der Boss. Ja, wir werden der Boss, auf jeden Fall. Es ist ganz lustig, Tribunus, also eine Legion hatte in der Regel alten General und sein Stab waren irgendwie so 4 bis 6 Tribunus oder Tribuni, ist das die Mehrzahl? Keine Ahnung. Und die waren eigentlich wie auf dem Praktikum beim Militär und sehr selten haben die wirklich auch mitgekämpft. Ich war viele Jahre lang der Primus Pilus der Legio Prima Italica, die er kommandiert. Primus Pilus? Er wollte, dass jemand, dem er vertraut, euch aus Rom holt und beschützt. Das klingt immer so lustig. Aber, also Primus Pilus ist, glaube ich, Primus Pilus ist der,
der Kommandeur von der ersten Kohorte, glaube ich. Aber egal, also wir wollen ja nicht zu tief reingehen. Aber ja, der Centurio der ersten Kohorte, glaube ich, ist halt... Dafür ist er ein bisschen jung. Aber okay. Werdet ihr eure Position wieder einnehmen, wenn wir Lesbos erreichen? Der Posten ist bereits von einem meiner Centuriones übernommen worden. Ein guter Mann, der dieser Aufgabe mühelos gewachsen ist. Meine Aufgabe ist es nun, auf euch Acht zu geben und euch bei der Eingewöhnung in euer neues Leben zu helfen. Ja, okay. Der ist übrigens unser Tank. Es wird mir eine Ehre. Was? Es ist mir eine Ehre, euch bei mir zu haben, zu wissen. Ich habe nichts um eine Arme. Was? Wieso? Ich habe nicht um eine Arme gebeten. Hätte ich aber machen sollen, die ihr das vorliest. Es tut mir leid, dass ich eure Position dafür aufgeben musste, dass ihr... Okay. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Das wollte ich hören. So. Interessant ist, dass alle, die diesen Gladiator vermissen. Aber naja, ich weiß natürlich, wo er ist. Salve. Servus. Salve, ich glaube, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Claudia Camilla. Hallo. Ich habe nicht gesehen, wie ihr an Bord kamt. Ich bin, seid ihr einer von Kaisers Männern? Es ist mir eine Freude. Ich bin Gaius Julius Caesar. Oh? Okay, ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. All das hier ist neu für mich. Dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Aber denk daran, dass ich auch nicht der erfahrenste Soldat bin. Ey, woher kommst du? Ich wurde in Rom geboren. Aber es heißt, meine Familie stammte aus Alba Longa. Alba Longa. Warum habt ihr euch der Legion angeschlossen? Was eigentlich eine dämliche Frage ist, weil jeder Mann musste sich der Armee anschließen. Beziehungsweise die Armee hat halt am besten gezahlt. Also. Das ist eine lange Geschichte, mein Freund. Sagen wir Freundin. Einfach, die Machthaber mögen mich nicht allzu sehr. Ich habe beschlossen, dass in Rom zu bleiben, wie sagt man das, ein Gesundheitsrisiko wäre. Das haben die leider nicht ausgebessert, aber das wäre, glaube ich, zu viel Arbeit gewesen. Die sprechen, also es könnte auch sein, dass das ja in Latein halt so ist, das weiß ich nicht, aber die sprechen immer mich als Freund an, also also ja halt männlich, aber sie gehen halt immer drauf ein, dass ich halt eine Frau bin und nicht führen darf, aber trotzdem bin ich ein männlicher Freund so ungefähr und ja, aber egal. In wie vielen Kriegen habt ihr schon gekämpft? Um ehrlich zu sein, wird dies meine erste richtige Schlacht werden. Ich habe allerdings die Kriegskunst studiert und bin in Strategie und Taktik bewandert. Schön. Dies ist meine erste militärische Kampagne. Habt ihr Empfehlungen für mich? Bist du kein wichtiger Teil des Geschehens, werden deinen wichtigen Teilen schlimme Dinge geschehen, hat mein Vater immer gesagt. Ich hoffe, damit wollte er mir sagen, dass ich mutig sein soll und nicht dumm. Könnte sein. Jo. Latein hat schon eine weibliche Form. Hätte mich auch gewundert. Naja, okay. Aber dann war es wahrscheinlich einfach zu... Ich hörte, sie flieht vor einem Senator, der sie tot sehen will. Psst, seid leise. Wonach sucht er? Ach, so ist er schon den ganzen Morgen. Ja, so sei schon den ganzen Morgen. Genau, ja, wahrscheinlich war es einfach. Amika ist Freundin, Amiko ist Freund. Ah, cool. Marci. Diese Seite kennen wir ja noch gar nicht von dir. Oder ich. Ich habe auch eine weibliche Form. Ich nenne sie Philippa. Phil.
Und du gibst der Sarah für ihr Crassus eine 2 von 10. Was ist das dann? eine 1 von 10. War aber schon gut.